Programm Digitales Gleichgewicht, jetzt haben wir über Kinder bis jetzt geredet. Mhm. Gibt's auch noch, haben Sie auch noch andere Angebote? Ja, also zum digitalen Gleichgewicht gehört eben auch Eltern, Arbeit, Weiterbildung, wie auch immer man das benennen will. Mhm. Das heisst, wir bieten Elternworkshops zum Thema an, meistens zusammen mit der Schule oder mit dem Elternrat wird das irgendwo initiiert. Wir bieten auch älteren Kindern jugendliche Parkour an. Das haben wir schon zweimal machen können. Das ist ziemlich eine grosse Sache. Wo wir eben in der Schule uns vernetzen mit dem Quartier. Und zum Ende geht es um das Thema digitale Medien, aber es geht eben auch um das Thema, was kann ich denn sonst noch machen in meiner Freizeit. Und dann kommen eben Angebote aus dem Quartier, wo die Kinder und Jugendlichen kennenlernen können. Also Alternativen schaffen quasi. Genau, eben das Gleichgewicht, so heisst ja auch das Programm. Genau. Und wir haben ein Angebot, das heisst telefonische Beratung. Das heisst, man kann mir immer am Mittwochnachmittag zwischen 2:30 und 5 anrufen, wenn man mal einfach eine Frage hat. Zum Beispiel, ist das Game sinnvoll für mein Kind? Ja. Oder was für Regeln machen das Sinn? Oder ich erfahre immer mit meinem Kind das Gleiche, immer wenn wir das Game abstellen, gibt es Krach, was könnte ich denn machen? Und so weiter. Genau. Super. Mhm. Und das heisst, wir haben ein Kind, wir haben Eltern. Mhm. Gibt es noch etwas? Natürlich die Lehrpersonen. Das ist klar. Also in dem Sinne die Schule auch. Die Lehrperson ist ja im Projekt immer mit dabei. Das heisst, da kommt sie sicher schon viel mit, über wie man auch etwas angehen könnte. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch spezifische Weiterbildungen. Zum Beispiel zum Thema Sucht. Oder? Dass wir mit ihnen diskutieren, wann redet man von einer Sucht. Aber auch mit ihnen schauen, was gäbe es für Material, das man mit den Schülern und Schülerinnen könnte daran arbeiten. Weil es ist klar, ich kann nur einen kleinen Impuls setzen. Also es ist auch wichtig, dass eigentlich Lehrpersonen auch am Thema weiterarbeiten. Was sie aber auch machen, ist ja inzwischen auch das Fach Medien und Informatik. Also von dem her ist das schon da. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, mit mir ein Konzept zu erarbeiten für die Schule. Zum Beispiel zum Thema, wie wollen wir mit digitalen Medien umgehen? Wollen wir wirklich das Handy einfach verbieten? Mhm. Oder wollen wir eine andere Form finden? Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Schön.